Hallo, herzlich willkommen zum WinKids Livestream von Vineyard Bern. Mein Name ist Gabriela und wir sind heute mit in der Adventszeit, oder also eigentlich ist ja der dritte Advent heute. Und darum wollen wir auch Lieder singen, die zum Advent, zu Weihnachten passen, zu diesem Fest. Und es geht nämlich heute auch noch in der Geschichte um andere Feste, um ein jüdisches Fest. Darum helft doch mit, wir fangen an mit, das ist der Stern von Bethlehem. Ist der Stern von Bethlehem, macht euch auf und folgt ihm. Es ist der allerschönste Stern, kommt ihr Leute von nah und fern, kommt ihr Leute von nah und fern. Zum Heiland führt der Stern. Passt auch ganz gut dazu, Licht von der Welt. Die Welt sucht Antwort auf ihre Fragen, eine Hoffnungsstrahl in der Dunkelheit. Jesus, dass du wirklich das Licht bringst in die Welt. Dass du der Hoffnungsstrahl bist. Und so wollen wir dir einfach singen, hey, du bist der, den wir feiern. Es ist Jesus, den wir feiern. Er hat uns von Schuld befreit. Es ist Jesus, den wir ehren. Er ist die Hoffnung, die uns dreht. Es ist Jesus, den wir feiern. Schon befreit. Es ist Jesus, wo wir ehren. Er ist die Hoffnung, die uns dreht. Im Himmel und auf
Hallo zusammen. Ich erzähle euch heute eine Geschichte. Und zwar geht es weiter. Ihr habt letzte Woche von der Yassi gehört, von den 10 Plagen. Und sie hat euch ein paar Beispiele genannt mit den Heuschrecken und so. Habt ihr denn die anderen Plagen rausgefunden, die dann noch kamen? Es waren nämlich einige. Es kam noch der Hagel und andere. Wenn ihr es noch nicht wisst, könnt ihr nochmal das nachschauen von letzter Woche oder dann auch in der Bibel nachlesen. Auf jeden Fall war es ja so, dass sie unbedingt gehen wollten und der Pharao ließ sie nicht gehen. Und es war wirklich mega doof. Für Mose auch und für Aaron. Immer wieder sind sie zum Pharao und haben gesagt, hey Pharao, lass unser Volk gehen, lass die Israeliten gehen. Und der Pharao hat immer vor der Plage gesagt, ja, gut, mach mal. Und dann, ah nee, doch nicht. Und Gott hat dem Mose schon verraten, hey Mose, der Pharao, der wird euch erst gehen lassen, wenn es wirklich ganz schlimm wird. Wenn die letzte Plage jetzt kommt, die 10. Plage, dann wird er nicht nur euch gehen lassen, sondern er wird echt froh sein, dass ihr geht und sagt, geht. Und genau so kam es. Mose kam zum Pharao und Gott hat ihm gesagt, die letzte ist die allerschlimmste. Es werden die Söhne, die Erstgeborenen, umgebracht von den Ägyptern und sogar die Tiere, die Erstgeborenen. Und das war das Schlimmste, was man sich natürlich vorstellen kann. Und so ging der Mose dann zurück zu den Israeliten. Und Gott hat ihm aber dann gesagt, hey Israeliten, ihr könnt verschont werden. Gott will euch befreien, aber dafür müsst ihr ein Lamm schlachten und das Blut nehmen und eure Türpfosten streichen und an die Schwelle. Und dann weiß man, dass dieses Haus verschont bleibt. Er wird daran vorübergehen. Und deswegen heißt auch das Fest Pessachfest auf Hebräisch oder Passafest, weil das Vorübergehen heißt, dieses Haus wurde verschont. Ja, und genauso haben das die Israeliten gemacht nach diesen Aufforderungen von Mose. Sie haben ein Lamm geschlachtet, als Familie das zubereitet, gebraten. Und wenn es für eine Familie zu viel wäre, haben sie noch die Nachbarn dazu geholt. Und Gott hat auch beauftragt sie, dass sie sich schon mal parat machen, schon mal die Schuhe anziehen, schon mal alles fertig machen, dass wenn sie dann gehen können, weil das wird die Nacht sein, wo sie befreit werden und wo sie aus Ägypten rausziehen können, dass sie parat sind. Und genauso ist es passiert. Sie haben das Lamm gegessen, sie haben sich parat gemacht, sie haben noch ein Brot gemacht, das war ungesäuert, sagt man dem. Und zwar war das ein Brot, das eigentlich nur aus Mehl und Wasser bestand. Es war keine Hefe drin und auch kein Sauerteig, man hat es nicht ziehen lassen. Und um Mitternacht war es dann soweit und sie durften endlich gehen. Der Pharao hat gesagt, ja geht, es wird sonst nur noch schlimmer, es wären sonst alle tot. Alle hatten Angst, vor allem die Ägypter, so dass die Israeliten gehen konnten. Und deshalb war das die Nacht, als die Israeliten nach 430 Jahren Gefangenschaft und Sklaverei in Ägypten endlich gehen können. Und Gott hat Mose noch was ganz Bestimmtes gesagt. Er hat nämlich ihm gesagt, denkt jedes Jahr daran, dass ich euch jetzt aus der Gefangenschaft befreit habe, aus Ägypten. Und darum feiert jedes Jahr ein Fest. Nehmt diese ungesäuerten Brote, diese Fladenbrote, esst die und feiert zusammen. Und denkt daran, wie das war in Ägypten, wie ihr Sklaven wart und traurig wart. Und dann habe ich, der Gott, so mächtige Wunder vollbracht, dass ich gezeigt habe allen anderen, dass ich der mächtigste und stärkste bin. Und ich konnte euch so aus Ägypten befreien. Und es ist mega wichtig, dass man dieses Fest hat, weil es kamen ja Kinder und Kindeskinder, Enkel, Urenkel. Und die waren natürlich nicht mehr in Ägypten dabei. Die hätten es sonst vielleicht vergessen. Und deswegen war es Gott so wichtig und hat genaue Anleitungen gemacht, wie man das Fest feiern soll. Und wir feiern ja heutzutage auch noch Feste. Genau, um uns dran zu erinnern. Richtig, Geburtstage feiern wir. Vielleicht hat ja jetzt dann jemand Geburtstag. Happy Birthday. Und wir feiern Ostern. Eins der wichtigsten Feste für uns Christen, weil Jesus dann auferstanden ist. Und klar, ihr wisst, welches Fest kommt jetzt? Ja, genau, Weihnachten. Weihnachten. Ja, was feiern wir eigentlich an Weihnachten? Erinnern wir uns daran auch an irgendwas? Ja, genau, dass Jesus geboren wurde. Gott wurde Mensch
und ganz klein. Und für uns oder im Alten Testament war immer Gott ganz groß und mächtig und die Leute hatten sehr viel Angst. Und dann kam Jesus als Mensch und hat wieder den Menschen, die dann lebten, Hoffnung geschenkt. Denen ging es nämlich auch nicht gut. Und er kam dieses Mal nicht als König oder als was ganz Großes, was sich die Leute vielleicht vorgestellt haben, sondern er kam als Baby, ganz klein und recht arm, mit fast nichts. Und er hat so viel gemacht für uns. Und daran wollen wir uns erinnern. Und deswegen feiern wir auch Weihnachten ganz verschieden. Ihr kennt den Adventskranz und da erinnern wir uns auch dran. Die Kerze, die leuchtet, steht fürs Licht, für Jesus, das da in die Dunkelheit kam. Manchmal sind die Kerzen rot, dann kann man sagen, ja, es erinnert mich dran, dass das Rot für die Liebe steht, weil Gott hat uns so die Liebe gezeigt, die er zu uns Menschen hat. Oder den runden Kreis, dass es eben unendlich ist. Oder die grüne Farbe für die Hoffnung. Und Gabriela wird euch jetzt noch die Tagesaufgabe sagen und das Experiment mit euch machen. Yes, Chegoega. Ich finde ja die Geschichte gruselig. Merci, Franzi. Ich meine, Blut an die Türpfosten schmieren. Aber was habe ich hier mitgenommen? Nein, es ist nicht Blut, aber es gibt kleine Sauerei. Darum habe ich hier so. Ich bin parat. Also, ich habe eine Schüssel Wasser. Es ist ganz einfach. Ich tue ein bisschen Pfeffer rein. Der Pfeffer, der symbolisiert heute Dreck. Oder der Tod vom ältesten Erstgeborenen, wie bei den Israeliten. Jetzt ist es so, jetzt hoffe ich, meine Kamera mache, kann da ein bisschen drauf zoomen. Das ist recht gruselig. Viel, viel Pfeffer drin. Und wenn ich hier einen Hang drin dünkle, meine schöne, saubere Hang, aus ihr und raus, sie ist voll Pfeffer. Und ich muss abputzen, oder? So wie, Küder. Und wir wollen ja nicht, dass das passiert, so wie bei den Israeliten, die nicht wollen, dass ihre Erstgeborenen sterben. Und da extra noch etwas mehr rein, dass es wieder genug hat. So. Und jetzt nehme ich mein Fake-Blut. Ich verrate euch, was es ist. Ich gebe da ein bisschen auf meine Hang. Es braucht nicht mal Hörner viel. Also richtig, wie man das Blut hat, an die Türpfosten gestrichen. So richtig. Das ist ein grosses Experiment. Strecke diesen Hang hier rein. Und ich hoffe, jetzt ihr seht es. Aber das Krasse ist, nicht nur kommt meine Hang ohne Dreck raus, er flüchtet sogar vor meinem Hang. Der Pfeffer macht so wusch und geht weg. Wisst ihr, was ist an meinem Hang? Wer weiß es? Seife. Seife mit ein bisschen Lebensmittelfarbe. Gibt so eine gruselige, blutähnliche Masse. Ihr könnt das daheim ausprobieren, weil Pfeffer haben fast alle daheim. Wasser haben in der Schweiz auch die meisten daheim. Eine Schüssel auch. Und Seife zu der aktuellen Zeit auch. Mit Desinfektionsmitteln funktioniert es leider nicht. Das habe ich ausprobiert. Und es geht auch ohne Lebensmittelfarbe. Es geht darum, dass man sieht, hey, wenn wir das Blut von Jesus über unserem Leben haben, das Blut vom Lamm ist ja symbolisch für das Blut von Jesus, dann kann uns das Böse nicht mehr anhaben. Dann sind wir sicher. Und jetzt, als Aufgabe für daheim, sage ich nicht, macht eine Seifensauerei, sondern redet zusammen darüber, was feiert ihr, wie feiert ihr Weihnachten? Und warum? Wie haben die Eltern Weihnachten gefeiert als Kind? Hat man dann auch schon Adventskalender gehabt? Und für was ist das eigentlich? Und kommt der Sammy Klaus jetzt am 6. oder am 24.? Ich weiss es wie nicht. Und nachher wollte ich noch, dass ihr darüber redet. Wir haben ja alle als Familie auch schon etwas mit Gott erlebt. Und dann planet ein Fest für euch an diese Sachen zu erinnern. Das ist nämlich mega hilfreich. Und eigentlich cool. Ich meine, wir können hier eine Putzparty planen, um uns an etwas zu erinnern. Aber es ist viel schöner, ein Fest zu feiern mit etwas feinem Essen, das uns an das erinnert, was Gott mit uns gemacht hat. Und darum reden zusammen über die Sachen, die ihr schon erlebt habt und ob ihr vielleicht als Familie wollt, ein Fest planen wollt, um die Sachen zu erinnern, die ihr mit Gott habt erlebt. Und jetzt wünsche ich euch von den WinKids eine coole Woche und etwa in ein paar Minuten
Nur noch ein paar Sekunden geht es hier weiter mit dem Livestream für die ganze Familie. Und nächsten Sonntag haben wir einen Familiengottesdienst. Dann gibt es nicht am Anfang eine halbe Stunde Winkids, wo die Eltern noch machen können, was sie wollen und auf dem Telefon drücken, sondern es gibt von Anfang an für alle zusammen ist das Programm. Und dort gibt es keine Brünzli-Pause, wie wir immer so schön sagen. Und es kann niemand mehr etwas trinken holen, weil es macht so wusch vom Anfang bis zum Schluss. Anfangen tut die ganze Sache aber um 11 Uhr und um 5 Uhr. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit. Du bist der Bär.
willkommen zum heutigen Livestream der Vineyard Bern. Du siehst es im Hintergrund bereits, Advent, Advent, die Kerze brennt. Wir haben heute den dritten Advent und das wollen wir zusammen in diesem Livestream feiern. Ganz herzlich willkommen auch, wenn du heute das erste Mal dabei bist. Vielleicht kennst du die Vineyard Bern gar nicht, vielleicht kennst du Jesus gar nicht, aber du hast dich irgendwie in diesen Livestream verirrt. Und das ist so genial, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen, wir wollen genau dir am Schluss des Livestreams etwas schenken. Deshalb bleib unbedingt bis zum Schluss dabei. Ja, Advent. Vielleicht hast du verschiedene Adventsrituale, die du durchführst mit deiner Familie oder für dich selbst. Und hey, schreib doch mal in die Kommentare, ob du bereits Weihnachtsgürzi gebacken hast oder gegessen hast oder welche Adventssongs du bereits gehört hast. Vielleicht hast du sogar bereits eine Top-Liste deiner Adventssongs, welche du gehört hast in dieser Zeit. Ja, wir haben einen sehr abwechslungsreichen Livestream heute vorbereitet. Wir werden natürlich gemeinsam Jesus, unseren König, anbeten, in dessen Erwartung wir sind und weshalb wir auch Advent feiern. Wir werden ein Interview von Lilian Gurtner sehen, welche uns erzählt, wie Jesus in ihr Leben gekommen ist und was das für Auswirkungen gehabt hat. Wir werden eine Kurzpredigt von Martin Bühlmann sehen dürfen, bei der du dich in dem Sinne beteiligen kannst, dass du Fragen einbringen kannst, welche wir am Schluss des Livestreams in einer Q&A gemeinsam Martin stellen werden und sehen werden, welche Antworten er auf diese Fragen geben wird. Yes, und wir dürfen auch zum Start, bevor wir dann in den Worship eintauchen, einen Einblick erhalten, was unsere Jugend, YouWin, im Moment in dieser Zeit macht und wie sie Gemeinschaft pflegen. Clip ab. Hallo, wir sind vom YouWin. Und wir machen schnell einen kleinen Clip, was wir so machen. Und zwar treffen wir uns jeden zweiten Samstag am 7. Und das Programm sieht immer anders aus. Momentan eher flexibel, manchmal drinnen, draussen oder in Gruppen aufteilt. Und zum Beispiel erst Samstag sind wir auf einem Garten, haben dort gebrätelt und Worship gemacht und für die Stadt gebetet. Oder, ja, immer sehr individuell, aber ein Fakt. Ja, und was wir zum Beispiel auch machen, wie sie schon gesagt hat, die Stadt Bern liegt uns mega am Herzen. Wir haben so Prayer Walks, wo wir durch die Stadt Bern laufen, für Bern betet, aber auch für uns gegenseitig. Das ist mega ermutigend und mega cool. Weiter haben wir auch kleinere Gruppen, die sich außerhalb des YouWin, also außerhalb von dem Samstagabend, treffen. Wir haben Kleingruppen, also Hauskreise, die sich an verschiedenen Orten treffen. Und wir haben auch eine Gruppe, die miteinander jeden Tag die Bibel lesen und eine Woche ein bisschen darüber austauschen. Ja, in der Bibellesengruppe lesen wir jeden Tag ein Kapitel in der Bibel lesen und nachher über WhatsApp austauschen. Und jeden Montag treffen wir auch noch uns im Moment online treffen und darüber noch ein bisschen mehr austauschen und beten. Hier in eine Zeit der Anbetung einzusteigen. Es ist uns ja einiges nicht mehr möglich in dieser Corona-Zeit, wie zum Beispiel am Bahnhof oder an einer Tankstelle am Sonntagmorgen ein Frühstück zu kaufen. Das haben Roberto und ich heute erfahren auf dem Weg hierhin, dass wir ja gar nirgendwo ein Frühstück kaufen können. Aber wisst ihr was? Es ist uns immer noch möglich, Gott in unserem Zuhause zu suchen, ihn anzubeten, unsere Anbetung in unserem Zuhause erklingen zu lassen. Das ist uns immer noch möglich, weil er ist immer noch der Gleiche. Er ist genauso, ist er gut. Und in den letzten Tagen hat mich ein Psalm sehr beschäftigt, der Gott mir auf das Herzen gelegt hat, den ich immer wieder in meiner Zeit mit ihm darüber meditiert habe und gelesen habe. Und den möchte ich dir heute vorlesen. Das ist der Psalm 100 und ich lese das aus der Elberfelder Übersetzung. Ein Psalm zum Dankopfer. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel.
Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, sein Volk und die Herde seiner Weide. Zieht ein in sein Tor mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Preist ihn, dankt seinem Namen, denn gut ist der Herr, seine Gnade ist ewig und seine Treue von Generation zu Generation. Und was mich da am meisten angesprochen hat, ist einfach dieses, zieht ein in sein seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Und lasst uns Gott jetzt einfach Danke sagen und ihn anbeten. Und manchmal sind unsere Gefühle ja noch nicht an diesem Ort, aber ich glaube, dass wenn wir unsere Gefühle leiten in Dankbarkeit und Anbetung, dass wir immer wieder eine Begegnung mit Gott haben können. Ja, Vater, danke vielmal, dass du so gut bist, dass du so groß bist, dass es uns so gut geht hier in diesem Land, dass wir so vieles haben, dass wir wissen dürfen, dass deine Gegenwart immer bleibt, auch wenn so vieles vergeht, aber du bleibst. Du bist wunderbar. Ich liebe dich. Ich bete dich an. Ich will dich anschauen heute, an diesem Morgen. Faithful, joyful and triumphant.
Als ich mich gestern auf diese Worship-Zeit vorbereitet habe, habe ich dieses Lied in meinem Kopf, bin ich das Lied durchgegangen, habe es gesungen, geworshipped, und ich bin einfach auf meinem Sofa gesessen und habe nur noch geweint, weil es mich so berührt hat, weil Gottes Gegenwart mich so überführt hat und mir so begegnet ist. Und mein Wunsch für dich ist, dass es dir heute genauso gehen darf, dass du in deinem Zuhause Gottes Gegenwart erleben darfst und immer wie mehr in den nächsten kommenden Tagen. Und ich ermutige dich jetzt einfach, dein Handy wegzulegen oder wo immer auch deine Gedanken sind und deine Gedanken auf Gottes Gegenwart auszurichten. Er ist da, egal wo du jetzt gerade bist, er ist bei dir, er sitzt neben dir. Lass mich niemals los. Ich lege alles vor dich hin und dank dir, dass ich dein Freund bin. Dich begehre ich. Was niemand geben kann, Geborgenheit in deinem Arm. Zeige mir den Weg, führ mich zurück zu dir. Ich brauche ich will nur dich.
umgib uns mit deiner Liebe.
Vater im Himmel, ich danke dir, dass du einfach gegenwärtig bist in so Zeiten, wo wir dich einfach anbeten. Und nicht, weil du musst nichts tun, du musst nicht etwas machen, aber du liebst es auch, uns zu begegnen, wenn wir dich anbeten. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Amen. Hey, ich hoffe, du konntest diese Anbetungszeit genießen, Gott begegnen, ihn erleben und auch ein bisschen Ruhe und Frieden in deinem Herzen erfahren während dieser Zeit. Danke vielmals, Guidas, dass ihr uns in dieser Anbetungszeit geführt habt. Wir feiern Advent, die Ankunft von Jesus. Und es ist so genial, dass wir jetzt ein Video sehen dürfen, ein Interview mit Lilian Gurtner, wie sie selbst erfahren hat, wie die Ankunft von Jesus in ihrem Leben großartige Dinge verändert hat. Und das schauen wir uns nun an. Ja, wir sind in dieser Serie Advent auf großes Warten. Und im Advent warten wir ja, dass wir die Geburt von Jesus feiern. Er ist mitten in die Leben dieser Menschen damals gekommen, aber er tut das noch heute. Und deshalb wollen wir auch heute von einfach einer Person hören, von Lilian Gurtner, die das erlebt hat, wie Jesus zu ihr oder ihr begegnet ist. Und danke, Lilian, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne. Und erzähl uns doch, wie ist das gelaufen? Wie kam Jesus in dein Leben? Also ich habe als Kind Dinge erlebt, die ich nicht erleben wollte. Und habe mit 14 Jahren mein Leben Jesus vor die Füße geworfen und gesagt, wenn du das zulässt, dann will ich von dir nichts wissen. Ich gehe meinen Weg alleine, völlig alleine. Darf ich ganz kurz nachfragen, bist du in einem christlich assoziierten Elternhaus aufgewachsen oder wieso hast du von überhaupt Jesus gar nicht bei uns. Wir waren einfach Kirchengänger und das hat sich gehört, in die Sonntagsschule zu gehen. Okay. Und daher war Jesus für mich schon ein Begriff und so. Und wir hatten eine Kapelle auf unserem Land. Und in dieser Kapelle habe ich Jesus mit 14 Jahren, weil ich diese schlimmen Dinge erlebt habe, wirklich konkret in der absoluten Verzweiflung vor die Füße geworfen und habe gesagt, ich vertraue nur noch mir selber. Und bin dann meinen Weg im Leben gegangen. Es hat viele Hoch und Tiefs gegeben. Ich habe falsche Werte gesucht, in falschen Dingen gesucht. Irgendwann habe ich dann geheiratet. Aus dieser Ehe hat es zwei wunderbare Kinder gegeben. Es kam zu einer Scheidung und ja, das Leben war ein Kampf, ein Überleben, ein völliges Überleben. Und ich habe dort gelernt, nur auf meine Stärken zu vertrauen, nur auf meine Verletztheit zu reagieren und einfach hart zu sein. Auf jeden Fall, es war ein schweres Leben, als alleinerziehende Mutter und so weiter. Aber dann mit 14 Jahren, meine Tochter ging es nicht so gut, kam meine Tochter, die Ältere, mit 14 Jahren und kam plötzlich von irgendwoher und sagte, Mama, mir ist Jesus begegnet, Jesus. Und ich hatte schon vorher von Jesus gehört, er ist mir im Leben immer wieder begegnet, mal durch Menschen, die zu mir gesprochen haben von Jesus oder sonst über Begegnungen, wo Menschen mir Bibeln geschenkt haben. Und dann habe ich gedacht, ja, das vergeht dann auch wieder. In einem halben Jahr merkst du dann, dass das mit Jesus auch keine Realität ist. Auf jeden Fall, sie hat immer mehr erzählt, wurde immer wie feuriger und immer wie begeisterter. Und irgendwann nahm sie die jüngere Tochter mit an einen Anlass. Und dann kam die Kleinere auch nach Hause und sagt, Mama, Jesus, Jesus. Und ich dachte, oh mein Gott, die Zweite auch noch mit Jesus. Es war wirklich ganz komisch, aus dieser Stärke, aus dieser Härte, mit dieser Wut und diese zwei Kinder, die von Jesus Liebe sprachen und dies auch zum Teil lebten. Und durch das waren immer mehr Christen in meinem Haushalt, übrigens sehr viele Jugendliche, die mit mir gesprochen haben. Und ich habe dann irgendwann gesagt, gut, wenn es diesen Jesus gibt, wie dir erzählt, mich nimmt er nicht. Denn ich habe viele Dinge getan, die man nicht tun sollte. Oder ich habe ja mein Leben ihm vor die Füße geworfen, ich habe es ja weggeworfen, dann nimmt er das ja sicher nicht mehr. Und dann kam es zu einer ganz schlimmen Zeit, zu einer Katastrophe, wo
es um viel Geld ging und es finanziell alles zusammenbrach in meinem Leben. Und wir sprechen hier von einer sechsstelligen Zahl. Und in dieser Not und dieser Verzweiflung habe ich nächtelang geweint. Und da gibt es das Vaterunser als Lied zum Hören auf YouTube. Und das habe ich nächtelang mitgesungen, gehört. Und plötzlich, innerhalb 5-6 Tagen, löste sich dieses Geldproblem auf. Wow. Es war Geld da, es waren Richterbriefe da, das hatte wirklich mit Gericht zu tun. Und es war alles aufgelöst. Und ich bin so durch meine Wohnung gelaufen und habe gedacht, was hat sich jetzt geändert? Und da habe ich so hinaufgeschaut und so, nein. Aber doch, dann habe ich ihn gehört, obwohl mir noch nicht bewusst war, dass ich Jesus hörte und auch mit ihm gesprochen. Und da habe ich mit ihm gesagt, wenn es dich gibt, dann musst du mich überzeugen in einem Jahr. Das war so mein Reden mit ihm, nach einem Wunder von sechsstelliger Zahl. Und da hörte ich ihn, mir war nicht bewusst, dass ich ihn hörte, dass er sagt, gib alle diese Dinge weg, die nicht gut sind. Also diese bösen, schlechten Filme, diese schlechten Bücher, also diese schlechten Zusprüche. Ganz kurz, wie hast du ihn gehört? Eben, es war dir nicht ganz bewusst, aber du hast es irgendwie wahrgenommen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie hast du ihn gehört? Ich höre ihn hier im Herz sprechen. Aha. Und ich höre ihn wie klar. Aha. Und vielmals, ich schreibe auf und wenn ich schreibe, schreibe ich plötzlich Sachen auf, die er spricht. Und wenn ich es nachher lese, merke ich, das ist nicht meine Sprache. Also es ist deutlich wahrgenommen. Es ist deutlich wahrgenommen, also wirklich. Und ich habe nachher diese weggetan und habe gesagt, so Jesus, Bibel lesen, das ist ein Buch mit 7 Siegeln. Dann bin ich in diesen Bibelladen, diesen komischen, und habe dort angefangen, christliche Bücher zu kaufen und zu lesen. Und nah dies nah habe ich Dinge verstanden und gewisse Dinge nicht verstanden. Und irgendwann hatte ich den Eindruck, dass er mir sagt, lies über Vergebung. Und ich so, Vergebung? Nein. Meine Persönlichkeit war auf Härte, Stärke ausgerichtet und auf Wut. Und jetzt soll ich vergeben, das heißt, ich muss Wut und Stärke abgeben. Ich bin wieder in diesen Laden und bin natürlich, obwohl ich nicht wollte, mit einem Buch über Vergebung hinausgekommen und habe dies gelesen und das hat schon geholfen. Aber ich habe euch immer wieder mit dem Herrn gesprochen, indem ich aufgeschrieben habe oder geredet habe oder er hat mir Dinge gezeigt. Aber mir war das nicht bewusst. Manchmal hat er einfach geschrieben oder gesagt oder ja. Und dann haben mich die Kinder an einen christlichen Anlass eingeladen. Und an diesem Anlass bin ich hineingekommen und es hat nur geweint. Ich hatte mich von Anfang an tief berührt gefühlt, tief in die Arme genommen. Und irgendwer sagte jemand, wir sollen uns unser Leben Jesus geben, in dem Sinn zu Jesus gehen, mit dem, was wir jetzt gerade haben, also was wir fühlen. Und ich habe mich dort bewusst entschlossen, jetzt gehe ich zu Jesus mit dem, das, was ich habe. Ich habe mein Leben noch nicht übergeben, aber ich gebe mit dem, was ich habe, zu Jesus. Und in dem Moment schließe ich die Augen und ich spüre, habe die Kontrolle über mich nicht mehr. Aber ich habe mich geliebt gefühlt. Ich habe mich nicht verloren oder geängstigt. Und dann nahm mich Jesus mit vor den Spiegel. So vor deinen inneren Augen? Vor meinen inneren Augen, aber es fühlte sich auch körperlich wahrgenommen. Ich fühlte die Liebe auch körperlich. Also. Und er zeigte mich im Spiegel. Ich war eine Rose in diesem Spiegel, die einen Maschendrahtzaun um sich hatte und einen eisernen Käfig. Der Maschendrahtzaun steht für die Verletzungen und der Eisenkäfig für die Wut, die Härte. Das Traurige ist, die Rose hält diesen Maschendrahtzaun und die Wut selber fest. Und Jesus sagt mir, lass es los, gib alles mir. Und ich habe dort bewusst entschieden, alles Jesus zu geben. Die Wut, die Verletztheit, aber auch die Stärke. Und für mich war zu diesem Moment klar, Jesus gibt es zu 200%. Ja, und eben dann hast du dich für ein Leben mit Jesus entschieden. Was wurde in deinem Leben ganz konkret anders? Kannst du uns 2-3 solche Situationen erzählen, die jetzt einfach anders sind, weil Jesus in deinem Leben ist? Also vorher habe ich, wenn die Leute auf mich zukamen oder die Menschen, jetzt jemand sucht mit mir Streit, dann habe ich mit Stärke und Härte reagiert.
Heute kann ich geduldig warten, bis der andere seine Wut wie los wird. Oder diese Härte, oder sein Geben, oder sein Handeln. Und früher hätte ich wirklich mit Kontrolle und Macht darauf reagiert. Mhm. Ja, oder es ist manchmal, wenn die Menschen verzweifelt sind, einfach die Verletztheit sehen und sie in die Arme zu nehmen. Und wie hat dein Umfeld reagiert? Wurde da auch konkret etwas anders? Ja, also mein Umfeld wusste zuerst gar nicht richtig, mit mir umzugehen. Weil sie kannten ja diese harte, strenge, laute Lilian. Und plötzlich war die leise, ruhig und liebend. Und das hat die anderen überfordert, beziehungsweise ich habe mich zuerst auch zurückgenommen, weil für mich war es auch neues Land. Und was ja ist, ich musste auch meine Gedanken wie erforschen, weil ich hatte ja zum Teil Gedanken, die nicht gut waren. Oder wenn man mit Wut reagiert und plötzlich nicht mehr mit Wut reagiert, dann muss man zuerst begreifen, dass es etwas anderes gibt. Also bin ich auch manchmal ein bisschen wie hilflos dagestanden und habe gesagt, Jesus, jetzt musst du kommen und mir helfen, weil ich reagiere jetzt anders, aber ich weiß gar nicht wie. Also ja, und dann hat es auch dazu geführt, dass ich still wurde zum zuerst Mal, um zu sehen, was ist der Gedanke, die Wurzel dahinter. Spannend. Ja, und eben, ich habe es zu Beginn erwähnt, wir sind am Warten in dieser Adventszeit ganz konkret. Wir warten auf seine Geburt, dass wir die feiern, aber auch auf sein Wiederkommen. Wir sind mit vielen Dingen in unserem Leben am Warten. Was hat Warten für dich für eine Bedeutung in deinem Leben? Also Warten heißt für mich geduldig sein. Zu wissen, dass Jesus in jeder Situation ist und dass Jesus den Zeitplan in den Händen hält. Aber für mich bedeutet auch warten, dass wir auf sein Handeln warten, ist nicht das Richtige. Ich denke, es ist ein Einstehen, ein Aufstehen für den Herrn. Warten hat für mich auch geben zu tun, bereit sein, einen Step zu tun. Einen Schritt für und mit ihm zu gehen, an seiner Hand. Weil Jesus ist ja für uns den Segen und wir sind ein Segen durch ihn. Und wir können ein Segen sein, wenn wir bereit sein zu gehen. Ja. Ja, Lilian, würdest du noch für Menschen beten, die auch von deinen Worten jetzt, vielleicht das Bild mit der Rose oder einfach, die berührt wurden davon oder einfach selber eine Begegnung mit Jesus brauchen. Würdest du für diese Menschen beten? Ja, auf jeden Fall. Ja, Jesus, du siehst alle diese verletzten Menschen, du siehst ihre Gefangenschaften oder ihre fehlenden Mut. Ich bitte dich darum, diesen Menschen diese Verletztheit wegzunehmen und sie mit Mut auszustatten, zu sehen, dass du auch auf sie wartest, auf ihr Handeln, ihre Bereitschaft und auch wenn es ein kleiner Step ist. Und dass sie erkennen dürfen, dass du in jeder Situation da bist und dass du bereit bist, mit ihnen zu gehen, weil du ein Segen in ihnen bist und sie ein Segen durch dich für die Menschen sind. Berühre du ihr Herz und schenke uns den Mut des Aufstehens, den Mut zu gehen in kleinen Steps. Und dass es um dich geht, Jesus, dass du gekommen bist, um Licht zu sein und für uns Frieden zu bringen, für jeden einzelnen Menschen und in unserem Umfeld. Und setze gerade ihren Mut frei und setze gerade ihr Aufstehen und ihr Gehen frei. Ich danke dir, Jesus, bist du bei jedem Einzelnen in seinem Wohnzimmer, in seinem Herz und berührst du sie an dem Punkt, wo du sie gerade berühren möchtest. Amen. Amen. Ja, vielen Dank, Lilian, für deine ermutigende Geschichte, dass du die mit uns geteilt hast. Ich bin ermutigt und ich bin überzeugt, ganz viele andere auch. Vielen Dank. Danke dir, gerne. Ja, ganz herzlichen Dank für diese ermutigende Geschichte, wie Jesus in ein Leben kommt und wie er es verändert. Und wir wechseln somit und gehen langsam noch in die Predigt von Martin Bühlmann. Martin Bühlmann ist der Gründer der Vineyard Bern. Er
war dann lange Jahre in Berlin und heute haben wir die Ehre, eine Kurzpredigt von ihm zu hören. Und im Anschluss an den Livestream, ich sage das nochmals, haben wir die Möglichkeit, mit Martin eine Q&A zu haben. Wir können ihm Fragen stellen und Antworten hören. Und deshalb hier meine Einladung an dich. Hey, nutze diese Zeit, in der du die Predigt hörst, auch dir, um dir Fragen zu überlegen, welche du gerne an Martin stellen möchtest. Und natürlich wird etwas sein, das uns interessiert, wie es Martin überhaupt geht, was er im Moment so am Machen ist. Aber das dürfen natürlich auch ganz praktische Fragen sein, welche er in der Predigt erklären wird und zu denen du dann auch Folgefragen hast, beispielsweise. Also, du musst hier nicht eine theologisch hochstehende Frage stellen, du darfst einfach fragen, was dich interessiert und was du glaubst, dass es für dein Leben, für dein Herz helfen wird. Und jetzt starten wir mit dieser Kurzpredigt. Viel Spaß und Gottes Begegnung darin. Heute habe ich die Freude, am dritten Advent zu feiern. Advent, was ist das? Advent bedeutet so viel wie Ankunft des Herrn. Wir freuen uns, dass Jesus bald kommt. Advent ist der Beginn des Kirchenjahres. Und so beginnt das Kirchenjahr, das Christenjahr sozusagen, mit der Spannung. Jetzt geschieht etwas Gewaltiges, etwas Weltbewegendes, etwas Weltveränderndes. Und am dritten Sonntag, Gaudete, der Freudensonntag. Die Freude, dass Jesus kommen wird. Advent, dieses Wort, Ankunft des Herrn, kommt vom griechischen Epiphanie, Erscheinung des Herrn. Also es ist eine Zeit der Erwartung, der freudigen Erwartung und des Wissens. Etwas Weltveränderndes wird geschehen. Ich möchte einen Text lesen, der ganz gut dazu passt. Und zwar war Maria, die Mutter von Jesus, als sie mit Jesus schwanger war, auf dem Weg zu Elisabeth. Und als sie zu Elisabeth kam, die auch in Erwartung war, nämlich mit Johannes dem Täufer, da heißt es, da hüpfte ihr Kind. Lukas Kapitel 1, Vers 42. Und Elisabeth sagte, du bist die gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Welche Ehre, dass mein Herr, das sagte sie vorziehend auf Jesus Christus, mich heute besucht. Als ich deinen Gruß vernahm, Maria, hüpfte das Kind in meinem Leib. Wie glücklich bist du, dass du geglaubt hast. Denn was der Herr dir sagen ließ, wird er erfüllen. Da sind wir nun am dritten Advent. In zwei Wochen feiern wir Weihnachten. Die Spannung nimmt zu, die Freude nimmt zu. Etwas Gewaltiges wird geschehen. Ja, die Geburt Jesu ist sozusagen das Zentrum der Schöpfung. Das Vorher und das Nachher, sie kommen zusammen und Gott greift ins Weltgeschehen ein. Er sieht, dass die Menschen nicht selbst ihr Leben führen können und er bringt ihnen die Hoffnung, dass er sich selbst erbarmt über seine Schöpfung, die von ihm abgefallen war. Wenn Jesus kommt, kommt Erlösung, Befreiung, Vergebung. Und genau darauf warten die Christen an Weihnachten. Advent ist aber auch die Feier der Christen, in der Hoffnung, dass Jesus wiederkommen wird, dass dieses Werk, das begonnen hat mit seinem ersten Kommen, dass das erfüllt werden wird, wenn er wiederkommt. Und so sind wir gespannt, allesamt. Ich erinnere mich als Kind, wir hatten einen Fernseher und im Dezember kamen Weihnachtsfilme. Und ich erinnere mich an die Gefühle, die ich da hatte. Weihnachten, etwas geschieht. Die Spannung erhöhte sich, wenn ich ein Geschenk bekam. Und das schönste Geschenk, das ich je bekam von meinen Eltern, war ein handgemachtes Indianerfort mit dem Namen Nitram, Martin umgekehrt.
Noch heute denke ich an die Spannung, wie ich in das Wohnzimmer kam, als sich die Tür geöffnet hatte und ich überwältigt war. Etwas ist geschehen. Und heute als Großvater denke ich, was hat sich mein Vater auf sich genommen? Stunden um Stunden hat er an diesem Fort gearbeitet, um mir eine Freude zu machen. Genauso hat Gott, der Vater im Himmel, alles darauf gesetzt, in diese Welt zu kommen, in Jesus Christus, um uns Veränderung zu bringen. Ich möchte erklären, was diese Veränderung heißt. Es gibt so drei Stichworte. Jesus erlöst uns. Ja, wovon erlöst er uns? Von der Kraft des Bösen. Du darfst wissen, wenn du in deinem Herzen Weihnachten feierst, wenn du in deinem Herzen gespannt auf diese Geburt Jesu wartest, heißt das, du freust dich darüber, dass alles Böse keine Macht mehr hat über dich. Das ist der Tag der Freude. Du wirst befreit. Wovon werden wir befreit? Christenmenschen werden von den Konsequenzen ihres Fehlverhaltens befreit. Das Fehlverhalten hat nicht mehr die gleichen Konsequenzen, obwohl wir einige tragen müssen. Und das Dritte, wir feiern gespannt die Vergebung. Alles von Gott Trennende fällt ab und wir haben die Offenheit des kommenden Reiches Gottes, das bereits in unseren Herzen anbricht. Das ist Epiphanie, Advent, Erwartung, letztlich Weihnachten. Ich habe zwei kleine Geschichten, die mich so sehr daran erinnern. Ich war vor einigen Wochen in Deutschland, konnte unseren ersten Wagen seit vielen Jahren kaufen und mit den Ausfuhrpapieren und pipapo dauert das so seine Zeit. Und wir hatten uns verspätet, kamen zu spät zum Zollamt. Und ich wollte mich eigentlich aufregen, tat es aber nicht. Und wie ich da reinkomme, sehe ich einen Mann da stehen mit seiner Tochter. Und er sah aus wie ein Roma und wir begannen das Gespräch. Und er sagt mir plötzlich, ich bin ein Zigeuner, ich bin Roma. Und spontan sage ich, Sie sind kein Zigeuner, Sie sind Roma. Roma heißt Mensch, ich bin ein Mensch, also bin ich ein Roma. Das hat seine Herzenstür geöffnet. Weihnachten ist angebrochen. Die Freude des dritten Advent brach aus. Er erzählte mir, wie seine Frau gestorben ist vor einem halben Jahr, wie er an einer Lungenkrankheit leidet. Und ich konnte für ihn beten. Und wie ich zur Tür rausgehe, höre ich so die innere Stimme, wärst du pünktlich gewesen, hättest du nicht für diesen Mann, Ferenc ist sein Name, beten können. Und plötzlich stieg diese riesige Freude auf, dass Jesus kommt in jede Lebenssituation. Und im Advent feiere ich sein Kommen. Gestern kriegen wir eine E-Mail von einer bekannten Person, sie glaubt nicht an Jesus, sie hat sich in riesige finanzielle Schwierigkeiten verstrickt. Ihr Mann darf nichts davon wissen. Wir sprechen mit ihr, Georgia fragt sie, ob sie für sie beten kann. Wie gesagt, ein Mensch, der nicht als Christ lebt. Und es ist so ein Gottesmoment, so eine Spannung. Und am Abend schreibt sie und dankt für das Gebet, die Warmherzigkeit, das Verständnis und wie Angst von ihr gewichen ist. Freude, der dritte Advent. Wir sind diese Freudenträger. Und so kann diese Woche, die ganze Woche lang, der dritte Advent weitergehen. Du kannst ein Freudenbringer werden für andere Menschen, ganz unabhängig davon, ob sie Wunder und Zeichen erleben oder Ermutigung, einen lieben Blick, eine Handreichung, einen netten Brief oder Hilfe in der Not. Jesus erscheint, Jesus kommt und in unseren Tagen kommt er mit seiner Gegenwart durch die, die seine Jünger sind und sein Werk weitertreiben. Ich wünsche dir von ganzem Herzen einen herrlichen dritten Advent, wunderbare zwei Wochen und ein unvergleichlich schönes Weihnachtsfest. Jesus kommt!
Ja, genau, Jesus kommt. Herzlichen Dank, Martin, für diese Kurzpredigt. Und ich lade dich nochmals ein zu Hause. Wir nehmen uns einige Sekunden Zeit, um nochmals über diese Predigt nachzudenken. Nochmal ein bisschen ruhig zu werden und zu überlegen, hey, gibt es etwas, eine Frage, welche ich Martin gerne am Schluss des Livestreams stellen werde. Und dann nutze doch diese Zeit und schreibe diese Frage am besten direkt in den Chat auf YouTube. Wir werden diese Fragen dann zum Schluss aufnehmen und Martin stellen. Und währenddem bete ich einfach ganz direkt für dich zu Hause, wenn du die Geschichte von Lilian oder die Geschichte, welche Martin erzählt hat, für dich selbst nehmen möchtest, wenn du selbst darauf wartest, auf eine Erscheinung von Jesus, dann spreche ich dir genau das zu. Du sollst in der kommenden Woche bereits heute erleben und erfahren, wie unser Vater im Himmel durch Jesus und den Heiligen Geist seine Kraft in deinem Leben sichtbar macht und du einfach merken kannst, hey, der Vater im Himmel ist ein guter Vater, er ist hier und er begegnet dir und schenkt dir seinen Frieden und verändert Situationen in deinem Leben. Wir gehen einen Schritt weiter, währenddem du immer noch Fragen schreiben darfst. Wir kommen zur Kollekte. Es ist uns ganz wichtig, dass wir Gott für möglichst viele Menschen sichtbar machen, damit Menschen zu Hause und auch an den Orten, an denen wir sind, sein Reich sichtbar machen können. Und dazu sind wir immer wieder auf Spenden angewiesen. Und deshalb werden wir gleich eine Folie einblenden, in der du die Möglichkeit hast, dich finanziell zu beteiligen. Du kannst das machen, entweder via Twint, indem du den QR-Code scannst mit deinem Nattel oder indem dass du auf die Webseite gehst, der Vineyard Bern, und dort den Spenden-Button entweder zu unterst suchst oder oben hat es auch einen, wo über uns, der dich zu den Spenden führt. Bereits jetzt danke ich dir herzlich für deine finanzielle Beteiligung, für dein finanzielles Mittragen. Und ich segne dich gerade jetzt wieder, dass Gott dein Versorger ist. Gott ist dein Versorger, er sieht deine finanziellen Bedürfnisse und ich glaube, dass er diese immer wieder decken wird, damit du genug hast, um anderen Menschen zum Segen zu werden. Im Namen von Jesus. Yes. Die Folie, wenn es dir zu schnell gegangen ist, die werden wir am Schluss des Livestreams auch nochmal einblenden. Also du wirst nochmals die Chance kriegen, wenn es dir zu schnell gegangen ist, um den QR-Code zu scannen oder die Webseite nochmals eingeblendet zu sehen. Somit kommen wir langsam zum Schluss und zum Start dieses Abschlusses. Schauen wir einen Clip, wie wir als Vineyard Bern Weihnachten 2020 gemeinsam feiern werden. Hey, ich möchte dich ganz herzlich einladen. Nächsten Sonntag feiern wir einen Online-Familien-Weihnachtsgottesdienst. Und zwar haben wir Sandpainter bei uns. Sie werden uns das Leben von Jesus auf Sand malen. Und wir feiern das als ganze Familie am 11. Nur ein Gottesdienst. Natürlich ist er dann immer jederzeit auf YouTube ersichtlich. Aber wenn du live dabei sein willst, dann kannst du das am 11. machen. Und es gibt keine Winkits vorher, sondern einfach eben den Gottesdienst. Und ich lade dich einfach ein, dass du dir überlegst, welche Menschen in deinem Umfeld kannst du zu diesem Weihnachtsgottesdienst einladen und sie einfach Anteil geben an dieser Weihnachtsbotschaft am Leben von Jesus. Und am 24. Dezember, ein kurzer Reminder, haben wir eine Online-Weihnachtsliturgie, wo wir am 10. Uhr am Abend online schalten, wo du auch einfach eingeladen bist, dort natürlich, aber auch Menschen, die einsam sind im Umfeld, und du nicht persönlich kannst zu dir einladen, kannst du sie an die Liturgie einladen, sodass sie einfach ein Teil von etwas im grösseren Ganzen werden können. Weihnachten 2020. Ja, wir sind in dieser Serie Advent aufgerufen. Anders als
wahrscheinlich jedes Jahr zuvor feiern wir in diesem Jahr Weihnachten. Aber das bedeutet nicht, dass Weihnachten 2020 weniger cool ist. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass du selbst viel mehr gefordert bist in dieser Zeit, um Weihnachten 2020 zu feiern und um die Ankunft von Jesus, unserem König auf dieser Erde, zu feiern. Du hast es bereits kurz gehört, nächsten Sonntag ist einiges anders. Wir werden wieder einen Livestream haben, aber dieser ist als Familien-Livestream geplant. Das bedeutet, dass wir kein 10:30 Kids-Stream haben und dieser Livestream wird dann direkt ausgestrahlt. Es gibt keine Wiederholung um 17:00 Uhr, aber du kannst nach 11 diesen Stream immer wieder auf YouTube nachschauen und so Weihnachten feiern. Ich habe zu Beginn des Gottesdienstes gesagt, dass du, wenn du zum ersten Mal in unseren Livestream reinschaust, ein Geschenk erhältst. Und das kannst du erhalten, indem dass du uns schreibst, eine E-Mail schreibst an office@vineyard-bern.ch, dann werden wir dir sehr gerne dieses Geschenk digital zustellen. Aber natürlich sind wir nicht nur daran interessiert, dich zu beschenken, sondern wir möchten dich auch ganz praktisch kennenlernen. Und das geht im Moment am besten, wenn du uns eine E-Mail schreibst. Du kannst uns auch eine E-Mail schreiben, wenn du Fragen ganz allgemein über Jesus hast. Und wir werden dich kontaktieren, werden dir eine Rückmeldung geben, werden dir schreiben, um ein Kennenlerngespräch mit dir abzumachen oder eben mit dir in Kontakt zu treten, wenn du Fragen generell zu Jesus hast. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Und in dieser Zeit, weil eben viele Dinge anders sind als normalerweise und wir weniger Gemeinschaft pflegen können im großen Stil, ist es genauso wichtig, eben Gemeinschaft vielleicht im kleineren Stil zu feiern. Und dazu haben wir geniale Möglichkeiten, indem dass du Teil einer Kleingruppe werden kannst oder es gibt sogar noch einige Kleingruppe nach Maß, welche immer noch stattfinden. Das sind Kleingruppen, welche in einem definierten Zeitrahmen von circa 3 Monaten einige Treffen zu diversen interessanten Themen angeboten werden. Dazu kannst du auf unsere Webseite gehen, vineyard-bern.ch, dann via Angebote auf Gemeinschaften oder Kleingruppe. Yes! Somit sind wir am Schluss des Livestreams angelangt. Denke unbedingt daran, ich spreche jetzt dann einen Abschlusssegen und 3 bis 5 Minuten später wird es dann weitergehen mit der Q&A. Das bedeutet, du hast jetzt noch die Möglichkeit, Fragen einzugeben und bleibe dann unbedingt mit dabei für die Q&A, für die Fragen- und Antworten-Serie mit Martin Bühlmann. Und ich segne dich sehr gerne zum Schluss dieses Livestreams und du darfst gerne dazu einfach ein bisschen zurücklehnen auf dem Sofa, deine Hände ausstrecken, wie du es gerade möchtest und einfach diesen Segen empfangen. Und ich segne dich zu Hause im Namen vom Vater, vom Sohn und Heiligen Geist in dieser Adventszeit, dass du an den Orten, an denen du eine Erwartung an Jesus hast, indem du eine Erscheinung von Jesus erwartest, dass diese Wirklichkeit wird, dass du erfährst, wie Jesus zu dir nach Hause, auf deine Arbeit, dort, wo du bist, hinkommt, erscheint und seine Kraft sichtbar macht in deinem Leben, genau dort, wo du es eben brauchst. Im Namen von Jesus. Amen. Nun wünsche ich dir einen wunderbaren Sonntag, eine wunderbare Adventszeit und eben, wie gesagt, wenn du Lust hast, bleib unbedingt dabei. In 3 bis 5 Minuten starten wir mit den Fragen und Antworten mit Martin Bühlmann. Und falls du nicht dabei sein kannst, wünsche ich dir einen super Sonntag. Bis bald. Tschüss zusammen. Sitting by the sea, waves are curling.
winds are constantly stirring. I'm resting near, not in a hurry. My mind relaxes, things become blurry. Your love will take me off the shore. All fears will be gone that I've had before. Your promises will stick to me, just like the salty air that surrounded me. Let me capture this moment with my heart's eyes, soak in the feeling of unplanned surprise. Hear your words out here just as some echoes ring. They reveal a melody generations sing. Your love will take me off the shore. All fears will be gone that I've had before. Your promises will stick to me, just like the salty air that surrounds. The salty air that surrounded me. Ja, willkommen zurück. Wir beginnen mit dieser Q&A mit Martin. Zuerst sehr cool, dass du zu Hause dabei geblieben bist und dich noch an dieser Q&A beteiligen möchtest. Es sind einige Fragen reingekommen und wir lassen es uns natürlich nicht nehmen, Martin diese Fragen zu stellen. Martin, danke dir, dass du dir die Zeit nimmst, Fragen zu beantworten. Und zum Start, wie geht es dir? Wie geht es euch? Wie geht es dir und Georgia? Also uns geht es sehr, sehr gut. Wir sind im Moment nicht in Berlin, wir sind in Zwickriswil am Thunersee, nicht? Und da ist wunderschön, kann man sagen. Und es geht mir gut. Gestern hat Union Berlin gegen Bayern München 1-1 gespielt. Das macht auch glücklich. Das Wetter ist schlecht, aber in unserer Seele leuchtet es. Sehr schön. Hey, tipptopp. Sehr cool. Eine Frage zum Start. Wir sprechen im Advent über Erwartung.
Was erwartest du selbst persönlich für die kommende Zeit, vielleicht für das neue Jahr? Ja, das hat so zwei Ebenen. Eine Ebene ist für mich wirklich Adventszeit, Warten, Erscheinung Christi. Nicht etwas für mich zu erwarten, sondern Christus zu erwarten. Und das Kirchenjahr endet ja Ende November mit dem Reformationssonntag, dann beginnt es mit dem Advent. Und diese Zeit schätzen wir gar nicht genügend, also dieses Ringen darum, Jesus erscheint. Und wenn ich von Erwartung spreche, spreche ich eigentlich nicht vom Indianerfort, wie ich gesagt habe, das war eher ein Bild, sondern dass Christus hereinbricht, dass er kommt, wie in den beiden Geschichten mit dieser Frau, die uns geschrieben hat, oder mit diesem Roma. Das ist für mich die Erwartung, die mich füllt. Und wenn du mich fragst, was erwartest du in den kommenden Monaten, dann ist es vor allem das, Herr, komme bald, Maranatha, komme, komme, breche herein in mein Leben, durch mein Leben, ins Leben anderer Menschen. Und es hat für mich viel weniger Erwartungen, die an meine Bedürfnisse gebunden sind. Herzlichen Dank für diese Antwort. Du hast es bereits ein bisschen durchblicken lassen. Eine Frage, die gestellt wurde, ist, ich erwarte, dass Jesus in meinem Quartier sichtbar wird und ich will Teil davon werden. Kannst du dort ein, zwei Dinge dazu sagen, wie diese Person Jesus in ihrem Quartier sichtbar machen könnte? Ja, also ich denke mal, grundsätzlich geht es um unser Selbstverständnis. Bin ich Christ, damit mir geholfen wird? Oder bin ich als Nachfolger von Jesus Christus ein Freudenträger, ein Lichtträger, ein Hoffnungsträger? Und langfristig wird unser Christsein nur erfüllend sein, wenn wir den Dienst von Jesus Christus tun und nicht unser Wohl suchen. Unser eigenes Wohl ist ein Nebenprodukt, aber zuerst geht es um den Nächsten. Wie machen wir das praktisch? Also bei uns in der Umgebung heißt es zum Beispiel in einer Auseinandersetzung um die Renovierung einer Straße, das Beste für unsere Nachbarn zu suchen, damit der weniger bezahlen muss. Es heißt, dass wir bei einem Nachbarn, der Schwierigkeiten hat mit einem anderen Nachbarn, versuchen, eine Friedensbrücke zu sein. Heißt, dass wir die Nachbarn zum Essen einladen, mit ihnen sprechen, dass wir ein offenes Ohr haben. Und so sind wir im Grunde genommen so wie ein Hoffnungspunkt für die Nachbarschaft. Jetzt haben wir das ausgeweitet, einige so 50 Meter weiter. Georgi hat einer Nachbarin Blumen gebracht, nicht zum Geburtstag, weil sie da genügend kriegte, sondern zwei Wochen später. Und so werfen wir wirklich das Netz der Liebe Gottes hinaus in die Nachbarn. Und Georgia, es ist unglaublich erfüllend, von unseren Bedürfnissen wegzuschauen, um die Bedürfnisse von Jesus Christus zu erkennen und seine Liebe hinauszutragen. Super Sache. Eine Frage, die ich sehr, sehr spannend finde, ist, wir sprechen über Erwartung, wir sprechen über Jesus und wir haben auch eigene Erwartungen eben. Vielleicht für uns selbst, aber auch vielleicht für die Menschen um uns herum. Wie können wir damit umgehen, wenn plötzlich diese Erwartung, welche wir haben, nicht eintrifft? Was rätst du da? Also ich denke, es sind zwei unterschiedliche Dinge. Erwartungen für Menschen um uns herum. Das sind Wünsche, das sind Hoffnungen. Und ich bin davon überzeugt, das Gebet ist der kürzeste Weg zu Gott. Mit anderen Worten, die Treue im Gebet, auch das Gebet anzubieten. Ich habe gemerkt, am Anfang hatte ich etwelche Hemmungen, jemanden zu fragen, darf ich für sie beten? Weil ich wusste ja gar nicht, sind die überhaupt religiös offen oder nicht oder dem Glauben gegenüber verschlossen. Bis ich gemerkt habe, für einen Menschen, der nicht glaubt, ist die Anfrage, ob wir für sie beten können, ein Zeichen von Hinwendung. Natürlich nicht überfordernd, ich bete jetzt für sie, sondern
darf ich sie segnen, darf ich für sie beten. Das hat mir in meinem Leben viel geholfen. Und zu beten oder zu erwarten heißt ja nicht, dass ich die Antwort vorwegnehme oder die Antwort kenne. Also mit anderen Worten, ich wende mich den Menschen hin, wie sich Christus den Menschen hingewandt hat. Aber Jesus Christus sagte, ich kann nichts tun, ohne ich sehe es den Vater tun. Also die Wirkung unserer Hoffnung, Erwartung unseres Gebets, die ist immer an die Absichten Gottes gebunden. Und deshalb kann es gut sein, dass Antworten nicht kommen. Und dann überraschenderweise geschieht etwas und wir sind dann am meisten erstaunt und denken, boah, ich habe gebetet und boah, das hat gewirkt. Wenn es um uns selbst geht, bin ich etwas geteilt. Denn Matthäus 6, 35, 38, suche zuerst und trachte nach dem Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles andere wird dir zufallen. Und ich habe mit meiner Familie über Jahre hinweg erlebt, wenn ich nicht auf meine Bedürfnisse fokussiert war, sondern auf die Bedürfnisse Jesu Christi, dann hat er sich um uns gekümmert. Und heute nach 45, 46 Jahren Christsein kann ich sagen, Jesus hat nicht einmal versagt. Hatten wir schwere Zeiten? Ja. Hatten wir Hunger? Ja, sogar Hunger. Konnten wir Rechnungen kaum bezahlen? Ja, kenne ich. Waren wir in Beziehungen herausgefordert? Sehr. Hatten wir Eheschwierigkeiten? Ja. Hatten uns unsere Kinder Sorgen gemacht? Ja. Aber dieser Fokus auf Jesus und nicht auf meine Bedürfnisse, das hat mein ganzes Leben am Leben erhalten und hat mir erlaubt, dass ich nie in diesen Negativstrudel der Bedürfnisse hineingeraten bin. Was für eine Antwort, so genial, herzlichen Dank. Und zum Schluss eine Frage, welche bereits zu Beginn reingekommen ist. Aber wir feiern heute den dritten Advent und zum Schluss die Frage, warum hat der Advent 4 Kerzen? Was ist die 4. Kerze? Oh, jetzt hast du mich total auf dem linken Bein erwischt. Also das müsst ihr googeln. Okay, mit der Antwort habe ich nicht gerechnet. Sehr genial, sehr genial. Was feiern wir am 4. Dezember, am 4. Advent? Ja, eben googelt mal. Eben googelt mal. Okay, das ist doch auch ein Auftrag. Ich glaube, wir lassen das so stehen und ich danke dir nochmal herzlich, Martin, dass du dir Zeit genommen hast, uns den Fragen zu stellen und da nochmal einige Ergänzungen zur Predigt und darüber hinaus gegeben hast. Herzlichen Dank, wir verabschieden dich und nun verabschieden wir auch diejenigen, welche bei dieser Q&A zu Hause oder wo auch immer dabei geblieben sind. Und wir segnen dich für diese Woche. Du bist ein Freuden- und ein Hoffnungsträger in deinem Umfeld, wo auch immer du bist. Goodbye, habt einen ganz guten Sonntag und bis in einer Woche. Tschüss zusammen. Tschüss, ihr Lieben. Jeder wird Advent. 4. Advent.